das nicht gesehen hat, Stahl hat hier das Seil hochgezogen. Hannes ist jetzt draußen, deutlich geschwächt nach diesem Tiefschlag. Ja, pass auf. Pass. Oh mein Gott! Durch. Arm gebrochen. Und jetzt weiß er wieder, rumläuft der Hannes. Und Cowboy Hoodie, Woody. Was willst du mir jetzt mit dem Video sagen? Denkst du, ich kenne das nicht? Denkst du, ich weiß nicht, was Violet gemacht hat? Pass auf. Sie hat Hannes den Arm gebrochen. Sie hat häufiger Menschen mit Gabeln attackiert. Was allein schon... Ne? Wollen wir jetzt nicht drüber reden. In diesen 3 Jahren, wo sie die ewige Champions war, hat diese ewige Bitch ihn gefühlt jedes Match angegriffen. In mein Debütmatch zum Beispiel. Schön das Bein weggezogen, um Aaron einen unfairen Vorteil zu generieren. Das war. Zweite Match. Schön Ellenbogen in die Fresse gekriegt. Und ich soll der jetzt einfach so vergeben, weil sie mit dir so... Oh, Luna, du bist jetzt meine allerbeste Freundin. Was soll der Scheiß? Aaron hast du auch vergeben, oder? Aaron ist eine andere Sache, okay? Ich muss Violet nicht erstmal einen Curbstomp durch ein Skateboard geben, damit ich sie leiden kann. Wir wollen mal hier nicht zu solchen Masken. Und das Ding mit Aaron. Aber weißt du, wie viele Jahre Violet und ich uns geprügelt haben, terrorisiert haben gegenseitig? Ich krieg's trotzdem hin. Ich habe trotzdem eingesehen, dass Menschen sich ändern können, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Pass auf, ich bin auch der Meinung, dass jeder eine zweite Chance hat. Ja, warum sie dann nicht? Verstehst du das nicht? Nein, verstehe ich nicht. Erklär's mir. Du machst mich fertig. Sie kann nicht mehr um den Titel antreten. Ja, weil sie verletzt ist. Weil sie verletzt ist. Du bist gerade frisch Championess geworden, richtig? Ja. Merkst du nicht die Connection vielleicht, dass sie einfach nur auf den Titel scharf ist? Weil du bist gerade die Titelträgerin. Und weil du ja dann so eine gute Freundin bist, gibst du ihr bestimmt mal einen Titel. Gönnst du mir das nicht? Was hat das denn mit Gönnen zu tun? Ich hab doch, das hat gar nichts damit zu tun. Ich möchte doch einfach nur, dass wir alle miteinander klarkommen, dass wir alle befreundet sind. Jetzt, ihr beiden seid meine engsten Freunde. Tu's doch für mich. Nicht für sie, einfach für mich. Scheiß Ernst. Hey. Philipp. Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. Ich weiß es auch nicht.